So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben beim letzten Mal ja den... Habe ich da noch Dreck am Mund? Ich habe die Folgen nämlich doch hintereinander gedreht, weil ich so gierig bin. Wir haben beim letzten Mal aber auf jeden Fall den Double Beef XXL getestet aus dem Lidl in dieser lustigen Tüte, die ihr in die Mikrowelle reintun könnt, mit der Tüte warm machen und dann hat das ein ganz anderes Aroma und einen ganz anderen Geschmack. Jetzt stößt mir aber auf, Bruder, vielleicht hätte ich die Folge jetzt auch nicht machen sollen. Jetzt haben wir aber noch einen zweiten. Neben dem Double Beef haben wir nämlich auch den Double Pork Barbecue XXL entdeckt. Und das ist der hier. Ihr seht, der ist schon wieder so groß wie mein Kopf. Jetzt ist er kleiner, jetzt ist er größer. Sinnlos auf jeden Fall. Der war auch natürlich reduziert von 2,29 auf 1,60 Euro. Und ihr wisst beim letzten Mal, wir haben hier diesen blöden Aufkleber dran gelassen. Dann hat das alles nach Chemie gerochen. Die ganze Schrift war weggebrannt. Ich sehe aber schon, ich kann den gar nicht einfach so ablösen. Der macht Faxen. Wir lassen den einfach drauf. Wir haben den anderen ja auch mit Chemie gegessen. Da werden wir den jetzt auch so mitnehmen. Den zeige ich euch wieder von meiner Seite aus. Also das andere war Double Beef, Rind, wer es nicht kennt. Und das ist Double Pork, also Schwein und zusätzlich Barbecue, also mit Soße, denke ich mal. Wieder ready in 160 seconds. Sind hier auch Gurken drauf? Nein, natürlich nicht. Denn bei dem anderen waren da Gurken, wo hier jetzt der Bacon ist oder der Speck oder sonst was. Was ist das überhaupt alles? Das hier sind doch die zwei Schweinefleischscheiben. Das dazwischen soll das die Soße sein. Und hier dann Bacon und hier Zwiebeln. Da sind wir gespannt, ob man den Bacon auch raussieht. Ist ja aber nur Double Pork. Wieso ist das jetzt... Die machen immer Sachen. Wir kennen ihn auf jeden Fall nur... Also die Sachen kennen wir ja nur von diesen Frühstücksburgern da. Diesen komischen Egg and Ham und Ham and Cheese und alles mögliche, was es da gab. Wir packen den jetzt aber auch wieder in die Mikrowelle, werden den mal brutzeln lassen, werden schön die Chemikalien eindringen lassen. Hier ist die Schrift bestimmt dann auch wieder weg. Hier seht ihr das nochmal billiger, da stehen alle Preise drauf. Und wenn wir damit fertig sind, ist wahrscheinlich gar nichts mehr drauf. Den tun wir uns jetzt aber auch noch einverleiben. Gucken mal, der andere war schon lecker. Der andere hat eigentlich nur nach Käse geschmeckt sozusagen. Das Fleisch habt ihr trotzdem irgendwo gehabt. Zwei Lagen dazu, das weiche Brötchen, also zum so verschlingen. Geht das auf jeden Fall. Für Feinschmecker ist das natürlich nichts. Wir hauen den jetzt rein. Den machen wir, den sehen wir uns gleich an, wie der aussieht, wie der schmeckt. Und Barbecue ist immer so eine Sache. Barbecue ist ja sehr beliebt, aber manche Barbecue-Soßen schmecken mir einfach überhaupt nicht. Da möchte ich lieber einfach eher was Fruchtiges, anstatt diese rauchige Note. Wie sich das jetzt bei dem hier äußert, das sehen wir gleich. Wir sind gespannt, also. So, da sind wir auch wieder zurück. Und der sieht auf jeden Fall schon größer und heftiger aus als der andere. Aber der riecht schon wieder genauso, als hätte jemand ein Silvesterfeuerwerk bei euch in der Wohnung losgelassen. Wer das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Der Sticker ist natürlich wieder komplett hin. Wie man sieht, nichts mehr übrig von der Schrift. Es ist einfach geschwärzt, es ist alles chemisch. Hat sich aus dem Staub gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt lange hier rumfackeln wollen. Nee, wollen wir nicht. Also suchen wir uns wieder eine Öffnung. Ziehen das mal auf. Der andere war hier oben nämlich irgendwie schon offen, halbwegs. Hier auch, da ist irgendwie auch Luft entwichen. Hier ist auch wieder eine Lücke. Daran können wir es aufziehen. Machen das mal. Mal gucken, ob der auch so viel Käse hat. Bis jetzt sieht es auf jeden Fall relativ gleich aus. Schön aber immer die Sesamkörner auf dem Brötchen da. So muss ein Hamburger aussehen. Ich ziehe die Pappe auseinander hier. Was auch immer das für Material ist. Das gibt wieder eine schöne Sauerei. Ich zeige euch das jetzt gleich wieder von meiner Seite aus. Vorher baue ich mir das aber mal zurecht. Dass ich das eben... Ja, wie dumm ist das denn? Keine Ahnung. Eigentlich ist das nur Papier, aber Mikrowellen geeignetes Papier, wie auch immer. Guckt euch das an. Das soll auf jeden Fall mal der Burger sein. Wenn wir das jetzt hier wegziehen,
So sollte der aussehen. Hier ist das Brötchen und da ist auch jetzt der Bacon drauf, wie man sieht. Und hier die zwei Scheiben Beef, nicht Beef, die zwei Scheiben Pork. Ah, die rennen auch schon wieder rum. Sieht eigentlich eher aus wie Chicken anstatt wie Pork. Ist irgendwie dünn, dünner als die anderen, finde ich. Dafür habt ihr aber hier extra noch den Bacon drauf. Hier habt ihr noch den Käse oben drauf. Hier ist die Barbecue-Soße drin. Es sieht wieder alles sehr matschig, sehr pumpig aus. Wir drehen es mal wieder rum. Zeigen euch das von der Seite. So, ich hebe es auch hier nochmal an, damit ihr hier den... Der ist so dünn und so weiß und so lapprig. Hier das Hamburger-Bun mit dem Käse, Soße, da verteilt. Ist halt jetzt nicht wirklich was fürs Auge, sage ich mal. Aber ist trotzdem von der Größe her, passt das, ist eine gute Portion. Kann man sich mal so geben. Für 1,60 Euro habt ihr da auf jeden Fall was Gutes. Bei McDonald's würden die jetzt 4, 5 Euro vielleicht kosten. Ihr seid aber nicht bei McDonald's. Ihr seid bei Ramses Kitchen. Da wird gespart am falschen Ende. Deswegen zerren wir den jetzt auch mal hier aus der Verpackung raus. Den Rest lassen wir immer zurück. Das ist immer sehr besonders eklig, köstlich, gar nichts. Wir ziehen das ein bisschen hin und her. Guckt euch das an. So sieht er jetzt aus. So könnte man schon fast denken, dass das lecker ist, oder? Wenn man den so in die Kamera hält. Hier hinten der Bacon wieder. An der Stelle hier, wo die meiste Soße ist, beißen wir jetzt rein. Dann müssten wir den vollen Barbecue-Geschmack haben. Man merkt auf jeden Fall, dass der nicht so käsig ist wie der andere. Bei dem anderen hat euch der Käse ja überrannt. Ich finde das Fleisch, merkt man auf jeden Fall den Unterschied, das lässt sich auch ganz anders essen. Ihr habt ein bisschen was von der Soße gemerkt, aber irgendwie ist er auch geschmacklich gleich wieder weg. Den Bacon da habt ihr ein bisschen gemerkt. Insgesamt ist es ein sehr bunter Geschmacksmix. Von jedem irgendwie ein bisschen was. Ihr kommt von A nach B, nach C, nach hin und her. Bei dem anderen habt ihr reingebissen, habt direkt Fleisch, Käse, Brötchen und das hat euch einfach, das hat ein rundes Gesamtkonzept ergeben. Hier beißt ihr rein und habt tausend verschiedene Geschmäcker, könnt euch nicht auf einen konzentrieren. Das beiß ich auch die ganze Zeit irgendwie auf Zwiebeln rum. Die Zwiebeln habe ich bei dem anderen auch nicht gemerkt. Und durch die Barbecue-Soße schmeckt er auch irgendwie ein bisschen schärfer. Da bräuchte man also keine Jalapenos dazu oder irgendwas. Den könnt ihr so essen, wie er ist. Aber ich glaube, geschmacklich hat mir trotzdem der andere besser gefallen. Das ist einer zum Probieren, ja, aber den würde ich nicht nochmal kaufen. Trifft eben durch diesen Barbecue-Geschmack und dieses ganze Etwas, was es darstellt, nicht so meine Richtung. Dann nehme ich mir lieber den anderen, diesen Cheesy, der einfach nur Double Beef hatte. Der hat mir gefallen, der hatte keinen Schnickschnack dabei. Die meisten würden es natürlich jetzt genau andersrum sagen, weil das andere ist für die kein Burger. Und das ist eher ein Burger, weil der eben richtig schmeckt. Wie auch von McDonald's, wenn ihr diese einzelnen Sachen alle rausschmeckt, die da drauf sind. Muss aber jeder für sich selber wissen. Ich werde ihn jetzt noch aufessen, natürlich, den kriegt nicht der Adi. Wie gesagt, mein Favorit wäre also der Double Beef und der Double Pork. Barbecue XXL ist auch okay, nicht mein Geschmack, aber trotzdem eine gute Alternative zu McDonald's und Co., wenn ihr zu Hause auch mal einen leckeren Burger essen wollt, wo einfach mehr drauf ist als auf diesen typischen Frikadellenbrötchen, die es sonst eingeschweißt im Doppelpack gibt. Mmh.
Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.